Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir waren unterwegs im... Wo waren wir denn? Ich glaube, wir waren im Lidl auf jeden Fall. Lidl? Ich will nichts Falsches sagen. Wir waren irgendwo einkaufen und haben wieder mal Burger entdeckt, nämlich die hier. Davon kannte ich bisher ja eigentlich nur diese komischen Frühstücksburger, diese Breakfast-Burger. Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Da gab es ja drei verschiedene in diesen Tüten. Ich glaube, wir haben sogar alle drei verschiedene getestet. Haben alle drei verschiedene in einer Folge getestet. Diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler. Ich habe nämlich zwei Stück davon gefunden. Will ich vorbereiten. Einmal ist das hier der Double Beef XXL und den anderen verrate ich euch in der nächsten Folge. Die sind nämlich ganz besonders. Ich fand ja diese Breakfast Burger, die waren richtig toll, da ihr die einfach mit der Verpackung, mit diesem Beutel in die Mikrowelle legt, warm macht, dann essen könnt und die dadurch eine ganz andere, also ihr habt ein ganz anderes Feeling, der Geschmack breitet sich ganz anders aus. Braucht 160 Sekunden in der Mikrowelle, Produkt inklusive Packaging einfach in die Mikrowelle reingefeuert und dann das Ergebnis natürlich tasty, wie ihr hier seht. Das war auch verbilligt, kostet normalerweise nämlich 2,29 Euro, jetzt für 1,60 Euro. Deswegen ist es mir auch nur aufgefallen, weil die da rumgelegen haben in einem verbilligten Regal und habe gedacht, okay, nimmst du mal mit, probierst du mal. Aber die Frühstücksburger waren ja schon lecker, die haben ja schon gut geschmeckt, außer das mit dem übertriebenen Ei. Das Chicken war, glaube ich, am besten. Jetzt habt ihr hier richtige Burger mit Double Beef XXL. Sieht auch schön groß aus, nicht diese lumpigen, die ihr sonst immer in der Packung kriegt. Ich kann euch das auch nochmal von hier zeigen, wie das also ausschaut hier. Double Beef XXL ist hier diese besondere Packung. Ob das dann auch so aussieht, wenn es fertig wird, wir sind gespannt. Produkt inklusive Packaging, 600 Watt, 160 Sekunden, tasty, 300 Gramm, ein so ein Burger. Na, das ist wahrscheinlich auch nicht alles drauf. Ich glaube nicht, dass da Gurken drauf sind und Zwiebeln. Das gucken wir uns aber gleich an. Den haue ich jetzt erstmal in die Mikrowelle. Der ist jetzt schön groß. Und wenn ich den dann raus habe, dann müsste der so groß sein ungefähr, weil sich die ganze Tüte dann aufplustert. Wir hauen den jetzt in die Mikrowelle und gucken gleich mal, wie es aussieht, wenn er fertig ist. So, was soll ich euch sagen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe das jetzt mal hier draufgepackt auf so ein Brettchen. Das Erste, was mir auffällt, es stinkt einfach wie die Hölle. Und ich weiß auch schon, warum. Adi! Da rennt er wieder hier rum. Denn dieser Aufkleber, gerade hier auf der Vorderseite, dieser günstige Aufkleber, dass das billiger ist, dieses reduziert Kennzeichnung, ist komplett, hat sich, weiß ich nicht, ist explodiert in der Mikrowelle. Die Schrift ist komplett weg. Es riecht richtig komisch einfach nur. Das ist die reinste Chemie gewesen, schön auf der Verpackung. Das ist also nicht so toll. Alles andere ist normal an der Verpackung, wie es sein soll. Sieht auch gleich aus. Aber dieser Aufkleber hier, ich glaube, kauft das bitte nicht, wenn es verbilligt ist. Dann kriegt ihr nämlich noch Krebs dazu, kostenlos. Kauft das lieber, wenn es normal ist. Dann habt ihr den Scheiß da nicht drauf. Jetzt geht's auch ab. Boah, jetzt hätte ich so tun können, als habe ich viel Geld ausgegeben, um diesen Burger zu bekommen. Aber, weil wem will ich denn was vormachen? Die Leute wissen doch, wie es ist. Hier oben kann man auch mal reinriechen. Da geht nämlich jetzt die Verpackung schon auf. Vielleicht seht ihr ja, wie hier nichts rauskommt. Genau, da kommt nämlich wirklich nichts raus. Wir können aber mal das ganz aufmachen. So, dann nehmen wir das gleich als Unterteller. Und jetzt zeige ich euch das, wie das aussieht. Hier habt ihr jetzt den Hamburger. Den haben wir jetzt ausgepackt. Die Verpackung ist halt richtig behindert und kommt immer zu zurück. Junge, bleib jetzt weg. Wir drehen sie einfach mal. Gucken uns das von hier vorne mal an. Das sind sogar Gurken drauf. Da sind wirklich Gurken drauf. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Adi, der Adi ist auch drauf. Guck. Guck doch mal, Gurken-Adi.
Sieht natürlich krass aus, weil hier alles einfach komplett runtergelaufen ist, aber ihr seht schon, da sind wirklich zwei Scheiben Beef, mega viel Käse, der hier sich überall verteilt hat. Über die Gurken freue ich mich besonders. Das ist alles natürlich jetzt sehr weich, riecht aber gut. Hat einen guten Burgergeruch auf jeden Fall, den müssen wir jetzt aber noch probieren. Sind gespannt, was das dann wird. Auf jeden Fall wieder mal epische Sauerei bei Ramses Kitchen. Ich versuche das jetzt mal hier irgendwie ein bisschen umzukrempeln. Irgendwie saue ich mich jetzt noch mehr voll, ohne das mitzukriegen. Hier ist er jetzt also, der Cheesy Double Beef Burger, muss man schon sagen. So käsig wie der ist. Hier habt ihr aber die zwei Scheiben Beef drauf mit dem anderen Gelumse. Ich glaube, wir nehmen den einfach jetzt mal wirklich hier komplett runter, tun die Käsepackung einfach mal auf den Boden. Los, Adi, spring hinterher. Wir tun den noch ein paar Mal hier auf und zu machen. Wir gucken auch mal unten rein. Unten ist also nichts weiter. Da ist nur das Brötchen, die zwei Scheiben extra. Hier also den Käse, die zwischen die Gurken drauf. Sieht lustig aus. Wir lassen es noch ein bisschen abdampfen. Obwohl, so heiß kann das eigentlich gar nicht sein. Wir beißen also einfach mal rein und gucken mal, wie das schmeckt. Boah, ich schmecke eigentlich 90% nur Käse. Das Brötchen ist halt wirklich weich, total labbrig. Und das Fleisch schmeckt halt jetzt nicht unbedingt nach Fleisch. Schmeckt wie wenn ihr irgendeine Scheibe Jagdwurst drin habt, von der Konsistenz, wie sich es auch kauen lässt. Aber es ist ein großer Burger auf jeden Fall. Und der macht deutlich was her. Vielleicht hätten wir auch noch Ketchup oder so irgendwas drauf machen müssen, was vielleicht hier jetzt auch gut passen würde. Wären auch ein paar Jalapenos. Ich mache meistens Jalapenos überall drauf. Oder Pfefferon, irgendwas zum Schärfen, dass das noch richtig schön würzig ist. Der schmeckt auf jeden Fall sehr interessant. Vergleicht das halt nicht mit einem super leckeren Burger, den ihr irgendwo bekommt in einem Restaurant. Denkt halt wirklich, das ist einfach nur so ein Supermarktartikel, wie ihr das sonst habt für die Mikrowelle. Dafür ist er aber auf jeden Fall sehr speziell, sehr käsig, schön weich. Das Fleisch könnt ihr gut essen. Also mir schmeckt der. Aber wir haben ja noch die andere Variante, denn das war der mit Double Beef. Und wir haben noch einen mit einer anderen Fleischsorte. Den seht ihr dann aber beim nächsten Mal. Da. Double Beef. Das war es also erstmal von meiner Seite aus. Hier nochmal die Gurke. Eine haben wir noch übrig hier oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Bevorhaut, euer Ramses.